organisiere und leite seit vielen Jahren Städtereisen. Und mich begeistert daran, dass man da immer wieder neue Orte, neue Länder, andere Kulturen kennenlernt. Und das in aller Regel mit einer Gruppe von richtig netten Menschen. Das gefällt mir total. Teilnehmer, die erzählen mir immer wieder, sie finden das toll, dass sie das nicht alles selber recherchieren, aussuchen, buchen, planen müssen, sondern sich da eben mit anhängen können und ja, dass man das dann so zusammen genießen kann. Im Vergleich zu früher hat sich meines Erachtens manches geändert bei Freizeiten. Früher hat man meistens alles voll geplant, morgens, mittags, abends Programm. Das machen wir inzwischen bewusst anders, so dass auch genügend Freiraum und Zeit bleibt, auch noch für eigene Unternehmungen, Interessen. Und ich merke, das kommt gut an bei den Menschen. Besonderheit natürlich bei solchen Freizeiten, auch bei API-Freizeiten, ist, dass es eigentlich täglich auch einen Raum für Bibelzeit gibt. Wir nehmen uns diese Zeit, setzen uns zusammen bei Städtetouren, manchmal in einem Park oder sonst in einer schönen Ecke und lesen zusammen in der Bibel, tauschen uns aus, das unter fachkundiger Anleitung. So dass so eine Freizeit immer auch eine Ermutigung und Stärkung fürs Christsein im Alltag dann wieder ist.